da ist ja die Kapazität reicht. Ja, werde ich dann doch in zwei Teile hochladen müssen, das Video. Blöd. Egal, ich kann es nicht ändern. Ich kann es, glaube ich, nicht zusammenfügen und zusammenschneiden. Das geht, glaube ich, nicht. Macht der Speicher nicht mit. Auf jeden Fall, wir haben das Teil hier festgeklebt. Soweit warmer, habe ich gerade nachgeschaut. Und ich habe mir zur Dekoration dieses DIY-Kartenset vom Action rausgesucht. Und da habe ich mir diese Seite hier genommen. Das mit dem süßen Pinguin. Halt auch in Blau, ne? Passt zum Hintergrund. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich nicht diese Karte. Jo, könnte ich eigentlich. Ja. Ich denke, ich nehme den Hintergrund auch mit. Das machen wir jetzt raus. Eigentlich hätte ich das jetzt hinter der Kamera gemacht, also ohne euch. Aber nachdem ja eh jetzt hat die Aufnahme gestoppt ist, weil der Speicher voll und können da schnell dranbleiben. Dann machen wir das jetzt eben zusammen. Dann geht das Video wenigstens ein paar Minütchen. So, das mache ich aber erst einmal so. Wir brauchen dann das hier. Finde ich sehr süß, den Pinguin hier. Hi. Man muss diese Filigran-Teilchen manchmal schon sehr, sehr vorsichtig rausdrehen. Ich hatte es schon, dass ich dann quasi aus Versehen wirklich irgendwas abgetrennt habe, was ich nicht wollte. Wisst ihr, was ich meine? Weil das halt manchmal so aneinander hängt. Aber ich denke, das dürften wir jetzt schaffen. Einmal das hier und diese Knöpfchen. Ich hoffe, das Handy hält jetzt noch ein bisschen durch. Das Teil. Aber mir fällt gerade auf, dass diese Teile gar nicht dabei sind. Oder? Nö. Egal. Ich habe bestimmt Washi-Tape hier, dass wir das machen können. Müssen wir ja nicht. Aber ich denke schon, machen. Nein. Da ist passiert. Leider ein bisschen auseinandergefallen. Ja, bei diesen Filigran-Teilchen ist das halt das Problem. So. Wir müssen das ja aber quasi andersrum kleben. Wir müssen ja, wenn wir so wollen, ist aber auch blöd. Ich glaube, dann werde ich es ja abschneiden müssen. Ja, das machen wir jetzt schnell. Das hat die Maße, ich habe es wieder vergessen, 12,5. Das schneiden wir jetzt auf 12 runter. Entschuldigt, aber das machen wir jetzt. 12. Dafür ist es ja ein Zweiteiler jetzt. Wenn man den ersten Teil nur sehen möchte, da ist ja die Buchbox aufgebaut. Wir dekorieren sie jetzt halt nur. Aber das habe ich jetzt gar nicht bedacht, weil diese Rentiere, die schauen ja so, also in die Richtung. Genau. Das machen wir so. Dann, ich nehme dazu die 3D-Klebepads. Und zwar ist jetzt auch nichts Spannendes. Oh, die Kleine ist wach.
Scheinbar aber noch nicht ausgeschlafen. An die Füße. Und hier noch. Das Abzotteln ist auch immer etwas tricky. No. Die arme Kleine. Wieder schlecht geschlafen. Im Moment bin ich noch nebenbei am Adventskalender basteln. Und wenn der dann soweit fertig ist, zeige ich euch natürlich auch ein Tutorial dazu. Bloß der dauert etwas länger und ich kann ja immer nur sonntags basteln. Das haben wir jetzt alles, genau. Dann kleben wir das Ganze hier so drauf. Dann nehme ich das hier. No. Ich glaube aber, das lasse ich weg. Oh, das lasse ich weg. Dann nehme ich nur das hier. Das mache ich auch mit 3D-Pads. So. Schon ob die Kleine dann was essen möchte, dann füttern schnell und dann fange ich mit dem Essen machen an. Ich kriege nämlich langsam auch Hunger. Wir üben gerade das Mama und das Papa sprechen. So, dann nehme ich jetzt dann das Teil. Das klebe ich mir aber mit Kleber drauf. Ach, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Hi, Baby. Dachte ich mir, ich komme gleich. Ich mache gerade Video. Nix da. Nix da, wird nichts geärgert. Nein. Ja. Kannst du auch Pause drücken? Ich bin jetzt eh gleich fertig, Schatz. So. Entschuldigt das Nebengequatsche. Haben sie auch gleich. In der Zeit bin ich auch fertig. So, vorne ist mir noch ein bisschen Washi-Tape. Haben wir doch auf Schwarz-Weißes, genau. Dürfte man ja gleich haben. Einmal. Und dann nochmal. So, das schneide ich mir jetzt ab. Und dann klebe ich mir das hier noch. Die letzten zwei Teile mit den 3D-Pads auf.
einmal und zweimal. Na, wenn sie kleben sollen, kleben sie nicht. So. Man kann die natürlich auch komplett anders da dekorieren, verzieren, wie auch immer. Aber ich fand die Vorlage eigentlich ganz hübsch. Genau. Das klebe ich mir jetzt. Klebe ich mir jetzt in die Mitte hin. So. Und dann, da passt Blau dazu am besten. Nehme ich immer noch meine Halbpalmen. Tue ich dann auch noch ein wenig Decoration machen. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Machen wir hier nur so Klebepunkte. Jetzt haben wir die dunkelblauen raus. Und dann hier oben nochmal. Mal hier jetzt ein paar mehr. Da nehme ich dann Lila. Voll still gerade. Und der letzte. Genau. Und das Ganze trocknet jetzt dann quasi. Ist ja nichts Weltbewegendes. Und das war's eigentlich auch schon. Dann noch zubinden später. Und schon ist eure Buchbox fertig. Da löst er sich gerade. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.